bis zum 1-0, bis zum ersten Tor, ziemlich mühsames, nicht so schön anschauendes Spiel. Erst danach haben wir das Gefühl gehabt, dass alle Spaß am Fußballspiel haben. Wie haben Sie das gesehen? Ja, ähnlich. Also die ersten 30, 35 Minuten war es ganz schwach von unserer Seite aus. Wir wussten, dass Pforzheim viel macht und agil ist. Und das haben sie eigentlich ganz gut rübergebracht. Wir haben da keine Linie im Spiel gehabt. Und dann so kurz vor der Halbzeit waren wir besser drin, haben auch ein Tor gemacht, wo sie, denke ich, fälschlicherweise wegpfeifen. Aber dann haben wir gemerkt, es ist was möglich. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann das Heft in die Hand genommen. Und nach dem 1-0 war es eigentlich klar. Ein bisschen schlecht die Chancenausweitung, weil da müssen noch ein, zwei fallen. Aber gut, verdient der Sieg, denke ich, zum Schluss. Es ist jetzt Ihr letztes Spiel hier beim FC Espanyol. Ist da jetzt schon ein bisschen Wehmut dabei? Ja, das vorletzte Heimspiel. So langsam merkt man, dass die Zeit zu Ende geht. Aber es sind noch 14 Tage und dann will ich noch zwei Siege holen. Von daher noch mal Konzentration. Aber man merkt natürlich, dass es jetzt langsam zu Ende geht. Aber Sie haben schon den Eindruck, die Mannschaft ist weiterhin gut genug für die Landesliga? Das denke ich schon. Also der Stamm ist auf jeden Fall stark genug, wenn man die Mannschaft gut ergänzt. Es gehen ein paar Spieler, klar. Aber wenn die Mannschaft gut ergänzt wird, und ich hoffe, dass der Verein das hinbekommt, und ich wünsche dem Verein nur das Beste, und ich denke auch, dass der Sirus Montecalemi und der Abel Fernandes dann nächste Saison wieder eine ähnlich gute Runde spielen können.